Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu der neuen Vlog-Woche, die heute startet. Heute ist bei mir Freitag, ihr seht das Video dann am Samstag. Und es ist jetzt um 15 Uhr. Ich fange jetzt heute ein bisschen später an mit Vloggen, weil mein Freund bis jetzt gerade da war. Und da wollte ich nicht unbedingt filmen, weil wir sehen uns halt nicht ganz so oft in letzter Zeit. Aber genau, ich hoffe, ihr versteht es. Ich will mir jetzt was zum Mittagessen machen, weil ich habe noch nichts gegessen, aber... Ich weiß absolut nicht was. Ich stehe hier gerade vor dem Kühlschrank. Ich sollte vielleicht erstmal die Tür zumachen, aber und überlegen. Okay, nachdem ich jetzt ein bisschen längere Zeit vor dem Kühlschrank stand und nicht wusste, was ich essen soll, habe ich mir jetzt einfach ein Trinken genommen und habe mir einfach ein Toastbrot gemacht. Fail. Hey Leute. Wundert euch nicht über die Kapuze, aber die ist der Pulli so weich und die Kapuze ist auch so weich und ach, ich liebe den. Und ja, ich will irgendwie mein Zimmer umräumen, so, also ich weiß nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, ich will das ja schon seit längerem. Ich weiß aber nicht wie, weil mein Bett passt nur an zwei Orte eigentlich hin. Und das ist schwierig, weil an den anderen Ort will ich es eigentlich nicht und alles andere zu umstellen. Ich weiß, es ist so schwierig bei meinem Zimmer irgendwie das umzustellen. Mal schauen, aber ich mache das irgendwann noch. Also entweder heute noch oder diese Woche noch. Also ich überlege gerade was wegen meinem Zimmer und ich zeig euch das jetzt mal. Aber ich weiß halt nicht ganz genau, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, es klappt nicht, Mann. Vielleicht könnte ich mein Bett einmal so umdrehen, damit es dann da die Lehne sozusagen ist. Und dann steht es so rum da. Ich weiß nicht. Ja, danke, dass es so scharf ist und danke, dass es so ordentlich ist. Es soll irgendein Paket angekommen sein und ich sehe es gerade schon, oh mein Gott. Und da ist, glaube ich, irgendwas Cooles drin. Also ich weiß es nicht, ob das das ist, aber ich hoffe. Also ich habe jetzt das Paket, das ist erstmal der Name von meiner Mama ist falsch geschrieben. Da steht Katja drauf und sie heißt Katrin, aber okay. Ja, ich mache das jetzt einfach mal auf, weil sie hat gesagt, dass was zum Essen drin. Und ich muss den Kühlschrank. So. Okay. Es ist nicht das, womit ich gerechnet habe, aber okay. Es ist einfach Fisch. Es ist. Boah, es riecht voll nach Fisch. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist irgendwas für meine Mama auf jeden Fall. Ist alles das, was ich irgendwie nicht mag. Ich habe ja jetzt diese Hanfmaske auf meinem Gesicht und dieser Geruch geht einfach gar nicht. Es riecht einfach richtig nach Hanf und ich hasse den Geruch. Boah. Aber YOLO, ich gehe mir jetzt was zum Essen machen und beachtet nicht meine Haare, aber ich muss sie irgendwie aus dem Gesicht kriegen wegen der Maske. You know? Jetzt werde ich was gegen die Tür ab. Ja, hallo. Willst du dich haben, Timmy? Willst du eins? Ja, dann kriegst du eins, warte. Sitz. Rote. Tschüss. Also, ich habe jetzt... Ja, was schaust du so, Timmy? Ja, was schaust du so? Ich habe nichts mehr zum Essen. Alle. Nein. Psst, alles leer. Ich habe jetzt mit meinem Opa beschlossen, dass wir jetzt das Lagerfeuer draußen anmachen und deswegen nehme ich mir jetzt was zum Grillen mit raus. Das ist nichts für dich, Timmy. Nein. So, Hallo sagen. Ja. Ich habe jetzt so Frischkäse, den nehme ich mit raus. Habe ein bisschen Käse geschnitten, ja. Und das Toastbrot, das lege ich dann auf den Grill drauf. Und habe noch solche Würstel. Das sind die einzigen Würstel, die ich überhaupt mag. Weil die anderen schmecken mir irgendwie nicht so. Ich wasche jetzt noch ganz schnell meine Maske ab und ziehe mir was Warmes an. Weil mit dem T-Shirt wird es ein bisschen kalt draußen, würde ich mal schätzen. Nachdem ich jetzt gerade mit meinem Essen raus bin und von Timmy verfolgt wurde, gehe ich jetzt erstmal zum Lagerfeuer. Das hat mein Opa schon angemacht. Hast du gut gemacht. Es brennt schon mal. Ich muss noch das Blech holen. Stylisch, ne? Das sind einfach die Schuhe von meiner Mama. Mit den pinken Socken richtig genial. Ich muss mal Mr. Winter doof. Nein, Timmy! Ich wollte gerade nur ein Video von dem Lagerfeuer machen und dann wollte Timmy meinen Käse wegschnappen.
Ich bin dumm. Timmy, Achtung. Hey, das ist für die Oma, Timmy. Oma. Wow. Timmy. Ich bin jetzt fertig mit Essen und ich mache jetzt noch das Geburtstagsgeschenk für meinen Freund, weil ich gehe ja übermorgen zu seinem Geburtstag und dazu bräuchte ich jetzt erstmal eine Bierflasche. Okay, das hört sich jetzt so komisch an, aber ich hoffe, meine Idee, wie ich das machen will, das klappt alles und die muss ich jetzt erstmal auswaschen. Ups. Ich habe die Bierflasche jetzt ausgewaschen und ich habe das Etikett und so mit heißem Wasser runtergelöst, so, weil ich brauche halt die so, ja. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen hingelegt, die Flasche trocknet noch ein bisschen und ja, mal schauen. Ich habe selber irgendwie jetzt meinen Plan ein bisschen verworfen und habe vielleicht was anderes vor, ich weiß nicht, ich muss noch kurz überlegen. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall bettfertig. Also ich bin gerade im Bad und will jetzt meine Zähne putzen, weil ich bin jetzt richtig müde. Es ist jetzt fast um 12 Uhr und ich muss morgen in der Früh muss ich aufstehen und ein Chemie-Referat mit einer Freundin machen. Also ja, gut. Und ich bin richtig müde. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Aber auf jeden Fall, ich wünsche euch eine gute Nacht. Frag nicht, warum ich eine Kinderzahnpasta habe, aber ich habe gerade keine andere da und außerdem schmecken die besser.